Juten Hu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 19 Karriere mit Dynamo Dresden. Und heute steht unser erstes Bundesliga-Heimspiel auf dem Programm gegen Schalke 04 gegen die Knappen aus der Felddienstarena. Jo, wir haben aber noch was auszurichten und zwar wollen wir ihn dahin. Ihn da raus und dafür kommt er rein. Was hat er denn hier eigentlich? Eine 71, eine 72 und Flanken. Ja, keine. Ach doch, da, eine 61. Er muss hier noch ein bisschen üben. Aber er wollte ja unbedingt auf der Bank sitzen. Hat er ja so gewollt. Sehr schön. Und es gibt natürlich nichts Schöneres, als sein Debüt in der Mannschaft vor den eigenen Fans zu feiern. Und das werden wir ihm jetzt ermöglichen. Da freut er sich. Wir nicht. So, in Grütze. Ach nee, in Grütze. Ja, wir haben unser Wetter. Ist das nicht toll? Hip, hip, ja, es regnet. Unsere stummen Kommentatoren Wolf Fuß und Frank Buschmann. So, immer noch kein Dach gebaut. So, Spielerdebüt, Positionsverteidiger, Alter 22, englische englischer Nationalität und von Nottingham Forest gekauft. Für glatte 4 Millionen Euronen. Da ist er. Ein Lulatsch mit 1,90. Hoffen wir mal, dass er dann vielleicht vorne ein bisschen was... So, das ist unsere Aufstellung. Schubert, Heise, Müller, Wörl und Wahlquist. Nicolaou im zentralen Defensiven, Stefaniak und Richter auf den Außen, vorne Hauptmann im Mittelfeld und Marega und Maguire, der M&M-Sturm, ganz vorne und hoffentlich auch torgefährlich. So, und da sind die Schalker Jungs, Fährmann im Tor. Otschipka, Sané, Stamboli, Jimenez und Caliguri in der Verteidigung. Rudi, McKennie und Herrera im Mittelfeld. Und vorne Aboubakar und Uth. Ja. Ein 5-3-2. Mal gucken, wie wir an den Fünfern vorbeikommen. Und auf Uth müssen wir aufpassen, weil der ist nicht ohne. Der kann Tore schießen. Wahlquist, aber wenigstens ging er jetzt aus. Schön. Hui. Ah, das ist ein schweres Durchkommen.
Na logisch, dass immer einer den Weg findet, da einen Körperteil dazwischen zu packen. Das sehe ich ja jedes Mal, bei jedem Spieltag in der Bundesliga, sehe ich das so. Schuss aufs Tor, hier bitte nicht, da ist immer noch einer dazwischen. Uff, wo geht der denn hin? Wichtige Durchsage an den Krankentransport. Der Besitzer der Imbissbude am Vorplatz vor dem Stadion wurde gerade von einem Ball getroffen. Natürlich, warum sollte denn auch eine Flanke mal in den... Warum kommen die Bälle alle so hoch? Das muss ich nicht begreifen. Egal, ich habe hier schon seit lang kein Tor mehr geschossen, was irgendwie flach war. Die gingen alle sonst wohin. Das waren noch Zeiten, wo man mit dem Steuerkreuz die Höhe bestimmt hat. Oh, Nostalgie. Ja, und er kann... Und? Ja, na sicher. Und wieder hoch. Muss ich nicht verstehen. Muss ich echt nicht verstehen, warum... Also EA Sport ist schon komisch. Bist du mit dem Ehen zufrieden, hast du plötzlich andere Sachen, wo du rummeckern musst. Auch so ein Ding. Hey, das ist jetzt nicht euer Ernst, den hab ich nicht geschossen. Also nur mal so als Information, ja, ich habe in die von Torhüter aus linke Ecke gezielt. Also genau entgegengesetzt zu dem, wo der Ball hingeflogen ist, ne? So viel zu, man kann hier mitbestimmen, wo der Ball hingeht. Ha, ha, ha. Ja klar, warum denn? Vielleicht mal ein Kopfballduell im Strafraum gewinnen. Wäre doch einfach Quatsch. Und da auch wieder direkt auf die Torhüter und auch wieder hoch. Nicht flach. Mann, 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 ey. Muss man nicht pfeifen. Oh, was? Natürlich, ich werde kein Tor schießen hier. Könnte ich wetten. Ja, und wieder hoch. Warum schießt der immer in die Wolken? Warum kommt kein flacher Schuss?
Oh, Embolo ist mittlerweile drinne. Das ehemalige Wunderkind. Ja, super. Ah, Mann, ey, was sind denn das für Pässe da? Warum? Na, selbstverständlich. Die sind so gedankenschnell, die wissen schon vor dir, was du machen willst. Herzlichen Glückwunsch. Ey, das ist doch nicht wahr. Das ist doch einfach nicht wahr. Ja, was soll denn dieser Pass, ey? Habt ihr gesehen, dass der schon losgerannt ist, bevor ich überhaupt selber wusste, wo der Pass hingeht? Schon ziemlich merkwürdig. Och, super. War gerade in der anderen Richtung unterwegs und ist dann trotzdem vor mir am Ball. Ey, wie geht denn bitte? EA Sports soll einfach mal aufhören, Scheiße zu bauen. Ja, na selbstverständlich. Ja, natürlich. Mann, oh Mann, ey. Also jetzt werde ich gleich mal googeln, was denn EA Sports dazu zu sagen hat, wie denn hier die Schüsse berichtet. Weil, wie gesagt, alle Schüsse bisher wirklich fast in die Wolken. Ich weiß nicht, was das soll. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, da gibt es dann die letzten 10 Stunden der Transferperiode. Sind ja schon ein bisschen ein paar Ausgaben rausgegangen. Mal sehen, was da noch dazu kommt. Jo, bis dahin, euer Hightower. Tschüss.